The next talks, actually two talks, will be about, yeah, somehow about saving the world and saving the environment. We will have two different ways of saving them. The first talk is Saving the World with Space Solar Power. It's held by Stefan and Anja, and they work as space engineers in Berlin at the Technical University. That talk will be followed by another approach, which is du hörst gleich den Talk Die Welt retten mit weltraumbasierten Solarpanelen vom 34. Chaos Communication Congress in der Übersetzung von Afrona und Celeste. Er macht momentan seine Arbeit in der luftgeschützten Windenergie. Bitte einen sehr herzlichen Applaus für die drei. Jetzt ist euer Turn. Ich gehe runter. Ja, hallo. Okay, hallo. Wie ihr gehört habt, versuchen wir heute die Welt zu retten, um euch mal auf einen anderen Ansatz für nachhaltige Energie zu bringen. Wir drei, wir fangen an mit Stefan. Yeah, hello everyone. Hallo, thanks for having us here. Danke, dass wir hier sein dürfen. And me und with mir, our, talk about mit space unserem solar Talk power. Über Weltraum-Solarenergie. Okay, also wir fangen an mit einer Einführung. Das hier ist eine Karte, ein sehr schönes Bild. Hier kann man die Welt bei Nacht sehen, auch bekannt als die schwarze Kugel. Das ist ein sehr interessantes Bild, denn es erleuchtet dich oder zeigt dir, wo Leute leben oder zumindest wo Leute Energie, also Strom haben. Aber es gibt noch mehr Informationen in diesem Bild. Wenn du dieses Bild vergleichst mit Bildern aus anderen Jahren, kann man auch sehen, wie verschiedene Regionen der Welt sich entwickeln. Und man kann auch sehen, wo eine Katastrophe ist, also wo es einmal dunkel wird oder wo Krieg ist oder sowas. Die Verfügbarkeit von Energie ist ein Indikator für die Entwicklung der Menschheit. Aber leider ist dieses Bedürfnis für Energie größtenteils mit fossilen Energiebrennstoffen versorgt. Wir brauchen also auf jeden Fall erneuerbare, nachhaltige Energie, also was wie Solar oder Wind, Wasser oder andere Lösungen. Das Ding mit am Planeten gebundene Energieproblem ist, dass sie halt meistens an eine gewisse Position auf der Erde gebunden sind. Also musst du es entweder dezentralisieren, also überall was haben, oder du musst sehr viel Transferinfrastruktur haben. Das andere Problem ist, wenn man über Wind- oder Solarenergie nachdenkt, dass die Verfügbarkeit variiert. Also es hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also man muss die Energie dann auch speichern können. Wenn man über Solarenergie redet, da sehen wir auf jeden Fall klar den Tag- und Nachtzyklus und die Atmosphäre. Also wieso gehen wir nicht einfach in den Weltall? Es gibt da ein paar gute Argumente für. Zum einen ist es nachhaltig, weil das ist Solarenergie. An sich hat das Weltraum hat sehr viel Platz. Also es gibt keine Platzlimitierung. Wir können also sehr große Sachen bauen, ohne irgendwelchen relevanten Platz auf der Erde zu verbrauchen. Es ist möglich, also Sonnenlicht auf unseren Satelliten zu haben. Immer, zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und wir haben keine Atmosphäre, also da ist kein Wetter, also keine Wolken oder so. Also die Idee ist, dass Solarenergie im Weltall konstant und vorhersehbar ist. Also das ist gut. Außerdem brauchen wir nicht so viel Infrastruktur, um die Energie zu verteilen. Wenn man es zum Beispiel vergleicht mit einem großen Solarfeld in der Sahara, dann muss man sehr viele Kabel haben, um die Energie irgendwie nach Europa oder so zu bekommen. Das kommt mit ein paar Problemen.
Aber wenn man das Problem der Übertragung löst, kann man die Energie zu sehr abgelegenen Orten auf der Erde bringen. Und das vor allem sehr schnell. Aber natürlich, man muss natürlich auch weniger Umweltzerstörung machen dadurch. Diese Idee von Solarenergie im Weltall ist gar nicht so neu. Also hier ist etwas von Peter Glaser aus den 70ern, wo er schon vorgeschlagen hat, dass man sowas machen könnte mit einem... also sozusagen Strom in der Atmosphäre verändern. Hier kann man diesen Punkt sehen. Also er hat schon all die Sachen, die man dafür braucht, schon vorgeschlagen. Also man braucht irgendwie eine große Fläche für die Solarfläche, irgendeine Möglichkeit der Übertragung, also irgendeine Art von Antenne oder so, um die Energie zu übertragen. Seit den 70ern ist dieses Konzept immer wieder mal besprochen worden. Und aktuell ist der Ansatz, SPSALPA genannt, was viel, heißt wie Solarenergie-Satelliten über sehr große Phasen-Arrays. Die NASA hat da 2011 und 2012 eine Studie zu gemacht und die schlagen vor, dass man die Satelliten im geostationären Orbit platzieren soll, die sich nicht bewegen. Die sollen dann die Sonne eben mit einer sehr, sehr großen Spiegelfläche einsammeln und mit einem Mikrowellenlaser übertragen. Also es könnte so aussehen, zum Beispiel wie ein Weinglas oder so wie ein Pedal. Aber es gibt da drei Hauptkomponenten. Also wir haben einmal den Sonnenreflektor, das ist diese sehr große Fläche. Diese Spiegel sind aus Solarsegelmaterial gemacht, die sind sehr leicht, obwohl sie so groß sind. Das Kernstück dieser Installation sind die sogenannten Hexmodule, die man hier sehen kann, und die beinhalten sowohl den Solar Array, also das Panel, als auch das Übertragungsmodul. Aber dazu kommen wir später. Und dann braucht man natürlich noch die Struktur an sich, die alles zusammenhält. Außerdem braucht man noch ein bisschen Unterstützungsstrukturen, also kleine Roboter, die Sachen reparieren oder so. Aber die sind nicht weiter irgendwie besprochen worden bisher. Aber der NASA-Ansatz ist nicht der einzige. Es gibt auch noch einen aus JAXA, das ist die japanische Space Agency. Die nennen ihren Ansatz verkabelter SPS. Das kann man da sehen. Die Idee ist im Prinzip dieselbe, aber sie haben nicht die Spiegel. Deren Verkaufsargument ist, ja, wisst ihr, unser System ist so einfach, wir sind uns sicher, es wird funktionieren irgendwie. Aber sie sagen auch, dass es nicht so effizient ist, wie das von den die Ansätze von den anderen. Außerdem gibt es japanische Wissenschaftler, die in der SPS-Alpha-Studie teilgenommen haben. Aber was ich auch noch interessant finde, die haben viele Ansätze, die Japaner, dieses kabellose Übertragen von Energie voranzubringen. Es gibt so einen neuen Ansatz, der ist von den Chinesen, der heißt CAST. Und die schlagen vor, ein Multi-Rotary Joint SPS. Hier dieses gelbe Ding da in der Mitte ist die Transferantenne, aber die haben die Solarpaneele in dieser Struktur gebaut, was ungefähr 10 Kilometer weit sein soll. Und sie passen die Position ihrer Solarpaneele abhängig von der Sonnenposition an und so versuchen die, die Effizienz zu erhöhen. Es gibt außerdem noch ein Paper aus Europa, was von 2001 ist, schon ziemlich alt. Aber ich bin nicht über irgendwelche anderen Werke aus Europa in Kenntnis gesetzt. Wenn wir alles zusammenfassen, was es gerade gibt in diesen drei Ansätzen, kommen wir zu dieser Ansicht. Also wir reden über eine Übertragungsrate von 2 bis 1 Gigawatt. Die haben ungefähr so ein Gewicht zwischen 10.000 und 25.000 Tonnen.
even more as the Japanese approach. The antennas die Antenne ist, are quite big. Sind ziemlich groß. Wir kommen da auch noch hin. This comes with a certain energy density, die Energiedichte ist auch unterschiedlich, aber die Totaleffizienz dieser verschiedenen Ansätze ist berechnet und mit einer kleinen Wunschliste eingefügt. Und die tatsächliche Effizienz ist irgendwo im Bereich von 20%. Ich habe hinter diese 25% ein Fragezeichen gesetzt, weil sie sind sich sicher, dass sie am Anfang nicht so effizient sind. Also nehmt diese Nummer nicht zu ernst. Vielleicht haben wir das falsch berechnet. Okay. Mit diesen drei Ansätzen würde ich sagen, Problem ist gelöst, oder nicht? Applaus im Saal. Concepts. So, wir haben schon gehört, die Grundlage, die Grundkonzepte. Aber wir haben here. Sehr große Herausforderungen hier, wir müssen auch überlegen. Zuerst, this is the attitude in orbit control. So das hier ist dieses Attitude in und Laufbahn-Controller. There are several TV satellites, gibt es doing viele Fernsehsendungssatelliten? But these, das arbeitet sehr TV satellites gut gerade, aber metric tons, and diese Satelliten sind 1,8 metric tons. Tons or und was wir sprechen über ist 10.000 tons. So this is a huge deswegen, difference. Das ist ein großer Unterschied. In the geostationary orbit, it's not a big deal to rotate. In geostationary Satelliten, das ist nicht so eine große Thema, die Rotation bei der Drehung. Hit the designated point wir müssen da nur überlegen, diese Punkte genau um der Erde unten zu dann erreichen. So wir haben ein Phased Array Antenne. Beam dann kann geht direkt unter nach dieses Punkt. Another point is the orbit control. This means die Laufbahncontroller ist ein anderer Punkt. Das ist wie fern weg das ist von der Erde. This is, TV a to, das ist schon schwer für einen Fernsehsatelliten zu tun. And now we have, as I said, these 1,000 metric tons und station. Wie gesagt, wir haben eine sehr große Gewicht, dass wir muss there are several forces trying to push us out of the exact wir orbit. Wir haben viele forces, das muss das suchen zu drücken raus von dieses Laufbahn. Zum Beispiel die Sehenskraft von die Solar Gravity oder die Lunar Gravity oder die andere. Perfect sphere is more imperfect. Und die Erde ist auch nicht eine perfekt Kugel, das ist da imperfekt. There are solar winds and gibt auch Winde bei von der Sonne solar wind comes from und auch sun. Druck. Diese Solar Wind kommt aus dieser Sonne, dieses kleine Particle, auch Druck dieses Satelliten raus von der Laufbahn. Das ist dieselbe, das kommt aus dieses Deep Space. Wir haben eine sehr große so we have to overcome Oberfläche und deswegen wir müssen dann dieses verschiedene Drücken wir haben unbegrenzte Energie, deswegen brauchen wir auch keine zusätzlichen Antriebe oder sowas. Ein anderer Punkt ist die Energieübertragung und ich glaube, das ist einer der kritischsten Punkte. Wie ich gesagt habe, es ist im geostationären Orbit. Ich habe ein Beispiel hier, der MRSPS. Aber die meisten Konzepte sind älter, als ihr es schon vorher gesehen habt. Ich habe über 1 Gigawatt Output nachgedacht und auf dem Bild in der rechten Seite seht ihr, der gelbe Punkt ist die Sendeantenne. Die wäre ungefähr 1 Kilometer im Umfang, das sind ungefähr 110 Fußballfelder im Weltraum platziert. Diese Antenne sendet Mikrowellen aus, also Mikrowellenstrahlen mit 2,45 GHz oder 5,8 GHz. Diese Frequenzen sind gewählt wegen der, weil sie gut durch die Atmosphäre durchkommen, ohne dass viel Energie verloren geht. Sie dämpft nicht so sehr die Atmosphäre in diesen Bereichen. Und die empfangende Antenne ist 5000 Meter im Durchmesser. Das sind ungefähr 2750 Fußballfelder.
oder ungefähr 20 Mal so viel wie die Messe Leipzig Oberfläche, also 20 Mal so groß wie hier. Das ist also wirklich krass, wenn ihr drüber nachdenkt, wenn ihr denkt, Windkraftwerke sind hässlich, dann denkt mal über sowas nach. Wir haben in unseren Referenzen noch mehr Informationen dazu. Ihr seid, fragt ihr euch vielleicht, wie das mit Effizienz ist. Anja hat bereits darüber geredet. Ich habe das System, SAP-Systeme hier mit reingerechnet. Und ich glaube, das Schlimmste ist diese Antenne. Aber es ist noch nicht getestet. Es ist nur eine kalkulierte Nummer. Diese 35% oder diese 85% sind aus den Studien, die wir gelesen haben. Aktuelle Tests sind eher so in dem Bereich von 1% oder so. Aber die meisten Studien sind nicht sicher über die totale Effizienz. Wir haben 18-24%. Und bei anderen Studien haben wir 30% oder 25%. Aber das ist eigentlich immer alles nur Berechnung. Okay, jetzt fragt ihr euch, Verlag, würden nicht Laser funktionieren dafür? Also Mikrowellen klingen nett, aber ein Laser wäre doch viel kleiner. Ja, natürlich könnte man dafür einen Laser benutzen, aber also es hätte auch eine höhere Energiedichte, Möglichkeit, also Energiedichte zu haben. Also man könnte sozusagen einen kleineren Punkt auf der Erde anstrahlen, also nicht diese 5 Kilometer großen Antennen. Aber die meisten Forschungseinrichtungen wollen nicht über Laser reden. Vielleicht ein bisschen zu offensichtlich. Okay, okay, so this is the most technical. Okay, das ist das technischste, so mal grob. Die andere Frage ist, wer wird dafür bezahlen? Wenn wir über diese extrem großen Strukturen reden, die müssen gebaut werden. Und weil sie auch im geostationären Ort sein müssen, wo wir eine gewisse Radioaktivität haben, müssen sie auch dafür geschützt sein, weil wir wollen, dass sie lange operieren können. Die sind auch an sich relativ teuer. Und die ganzen Zertifizierungen, dass man sie hochschicken darf und so weiter, ist auch sehr teuer. Der SPS-Alpha-Approach hat darüber nachgedacht und die zielen, also deren Zielmarke, wobei die auch schwankt, ist auf einen Materialkostenpunkt von 250 Euro pro Kilogramm, was dann ungefähr ein paar Billionen Dollar noch immer sind, also mindestens 2,5 Billionen, aber das ist auch eine Wunschliste. Also sie versuchen in ihrem dritten Ansatz dahin zu kommen, wenn sie sozusagen schon die Massenproduktion haben und so weiter, wenn alles andere bereits bezahlt ist, also die ganze Entwicklung und Engineering. Die andere Sache sind die Launchkosten, also die Kosten zum tatsächlichen Starten der Rakete. Und das ist ja wirklich sehr schwer. 10.000 Tonnen. Die SPS-Alpha-Leute glauben, sie könnten ein Kilo für ca. $600 in den Low-Earth-Orbit schicken oder halt eben in den geostationären mit elektronischen Thrustern, also elektronischen Antrieben. Okay, vielleicht, wenn die Big Fucking Rocket von SpaceX verfügbar ist. Okay, aber das wird natürlich auch etwas Zeit brauchen. Kurz ein Realitätscheck. Aktuell für den Preis, den SpaceX braucht, also was sozusagen die Falcon Heavy ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon mitbekommen habt, die ist heute aufgestellt worden. Die ist aber nicht mehr geflogen. Aber SpaceX hofft, dass sie das für 90 Millionen ungefähr pro Start zahlen, also verkaufen können, um 26 Tonnen in den geostationären Orbit zu heben. Aber das wäre also ungefähr 400 Launches und dementsprechend auch 40 Billionen Euro. Außerdem gibt es noch andere Kosten, wie zum Beispiel das erstmalige Installieren im Orbit und dieses die Operationskosten von mehreren hundert Millionen im Jahr. Also das ist ziemlich teuer und das ist vielleicht auch einer der Gründe, wieso wir noch keine Weltraum-Solarpaneele haben. Also noch, also wir haben natürlich klar nur technische Probleme und Geldprobleme, also vielleicht ist es auch noch lösbar. Wieso nicht? Ihr habt euch jetzt mit dem Konzept vertraut gemacht, mit den Problemen vertraut gemacht. Also jetzt lasst uns mal vorstellen, wir können das alles überwinden und jemand möchte das bezahlen. Ich glaube, es gibt ein paar Überlegungen, die man machen sollte.
ob wir das wirklich machen wollen. Also zum einen Sicherheit. Also dieser Strahl ist... Also du brauchst eine Präzision von ungefähr ein Zehntausendstel eines Grads, also plus minus, um wirklich diesen Platz treffen zu können. Also du möchtest sozusagen eine Haselnuss auf 100 Meter treffen von einer Station, die mit 3 Kilometern in der Sekunde durch die Gegend fliegt. Wenn da irgendwas schief geht und der Strahl wird irgendwo anders hingeschossen, das ist... keine gute Idee, kannst du dir vorstellen. Oder manche der Antennen funktionieren nicht so gut oder der Beam wird sich nicht richtig, also der Strahl wird nicht richtig gebündelt und geht irgendwo hin. Das ist ein Punkt, der gefährlich ist. Lass uns mal vorstellen, alles läuft richtig, alles läuft gut. Und der Strahl geht noch immer sozusagen durch die Atmosphäre, also auch durch die Stratosphäre durch. Und da gibt es noch andere Satelliten. Und was ist jetzt, wenn die durch diesen Strahl durchgehen? Was passiert dann? Oder wenn ein Flugzeug durch den Strahl durchgeht. Also dann kannst du nicht mal mehr auf dem Flugzeug dein Telefon anmachen. Stell dir mal vor, was da passiert, wenn dieser Strahl mit dem, also das Flugzeug trifft. Ich möchte da nicht drin sitzen. Du kannst auch die ganzen Tiere nicht irgendwie schützen vor dem Strahl. Vielleicht habt ihr dieselbe Vorstellung wie ich, aber das wird vielleicht wahrscheinlich so aussehen. Sounds pretty scary. Das hört sich sehr furchterregend an. Tut das nicht ein bisschen sich anhören wie so eine Energiewaffe? Wir haben ein bisschen drüber nachgedacht, okay, 50 Watt pro Quadratmeter, das ist keine Nuklearwaffe, aber trotzdem, das könnte eine Menge Schade anrichten. Also da ist ein Hochenergie, also das hohe Energiedichte, das ist eine sehr schnelle Anpassung von diesem Strahl. Also du kannst ihn in dem einen Moment auf die Antenne richten und im nächsten Moment auf irgendeine Antenne und dann wieder zurück. Das ist ein sehr schneller, das kann man sehr schnell ändern. Es ist nicht wirklich verteidigbar, also man kann nichts dagegen tun. Du kannst in einem Bunker sitzen und versuchen, dich zu verstecken. Und du kannst vielleicht versuchen, einen Aluminiumhut aufzusetzen. Aus Alufolie. But still, this thing is 24/7 on. Aber dieses Ding ist 24/7 an. Also das könnte sozusagen immer deinen Bunker treffen. Und der letzte Punkt ist, es gibt da auch ein sehr großes Interesse vom Militär, also von militärischen Einrichtungen. Aber ich finde das etwas fürchterregend. Aber die Frage ist noch, ist es legal? Also ist es okay, sowas zu installieren? Also grundsätzlich, ja. Also es gibt bereits den United Nations Outer Space Treaty. Der wurde das erste Mal von der Russischen Föderation und von England unterschrieben und von Amerika. Und jetzt ist es in den UN-Verträgen. Und die meisten Länder der Welt haben es mittlerweile auch unterschrieben. Es geht da um die Aktivitäten der Staaten im Weltall. Was sagt es über diesen Fall hier? Also es sagt, es gibt keine Nuklearwaffen oder andere Waffen mit Massenzerstörungsfähigkeiten im Weltall erlaubt. Aber natürlich gibt es auch eine Hintertür. Wenn ihr ein militäres Objekt im Outer Space installiert mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, dann ist es natürlich wieder erlaubt. Ein anderer Punkt ist, in diesem Vertrag darf man das die Erde nicht von außen beeinflussen. Es gibt da einige Studien drüber. Also es gibt keine Studien drüber, aber ich vermute, dass es das die Umgebung am Ende betrifft. Also jetzt letztendlich all dieses die Technologie und all dieses Wissen ist notwendig. Also ist es also nur möglich, dass ein paar wenige Staaten das bauen können. Und wie verhinderst du, dass gewisse Führungspersonen von Staaten, die sowas bauen könnten, das missbraucht, also diese Technologie missbraucht? Ich kann euch da keine Antwort drauf geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es da ein paar gibt, die das vielleicht nicht haben sollten. Und vielleicht könnt ihr nach dem Talk mal drüber nachdenken. Ich weiß, dass wir ein paar Sachen habt, die ihr mit nach Hause nehmen sollt und von Anja kommt das jetzt hat. Okay, so. Also die Konzepte existieren und wir sagen nicht, dass sie, also wir sagen, dass sie nicht besprochen werden sollen, dass sie grundsätzlich böse sind.
die sind technisch möglich oder zumindest vorstellbar möglich. Also zumindest laut manchen Studien. Aber es ist natürlich immer sehr schwierig. Die Technologie ist noch nicht da, aber die moralischen Fragen sind noch offen. Also es ist natürlich noch immer sehr Science Fiction und wir sagen nicht, wir sollten das nicht machen, aber wir sollten auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Und wir sollten kritisch sein mit dieser Art von neuer Technologie. Aber jetzt, gerade aktuell, vielleicht sollten wir darüber nachdenken, gibt es eine andere Lösung zu diesem Energieproblem? Vielleicht ein more realistischer Ansatz? Vielleicht weniger Probleme?